Die Geschichte der ÖVP. Die Österreichische Volkspartei wurde an einem regnerischen Frühlingsmorgen 1945 gegründet. Jedoch war das nur eine Neugründung. Die Vorgängerpartei, Christlich-Soziale Partei, wurde bereits in 1891 oder 1893 gegründet. Da herrscht Uneinigkeit. 1891 trat sie zum ersten Mal zur Reichstagswahl als Partei an, auch wenn sie damals noch offiziell ein Verein war. 1893 vereinigten sich zum ersten Mal einige Einzelgruppen zur Christlich-Sozialen Partei. Der wohl wichtigste Parteigründer war Karl Lueger. Er zeichnete sich hauptsächlich durch Antisemitismus und Antiliberalismus aus. Das ist erstaunlich, weil er selbst aus dem Liberalismus stammte. An der Gründung der Republik wäre fast die Partei zerbrochen, da ein großer Teil der Partei weiterhin eine Monarchie wollte. Um weiter bestehen zu können, stimmte sie dann schlussendlich für die Gründung der Ersten Republik Österreich, nachdem der Vorsitzende Alois von Liechtenstein zurückgetreten war. In der Ersten Republik stand die CSP der katholischen Kirche sehr nahe. Die prägendste Persönlichkeit der Partei war Ignaz Seipel. Er stand für traditionelle Werte wie christliche Familie, die sittliche Erziehung der Jugend und die Ablehnung religionsloser Schulen. Außerdem setzte sich die CSP für das Gründen von Handels-, Landwirtschafts- und Arbeiterkammern sowie die Schaffung eines modernen Arbeitsrechts und eines umfassenden Versicherungsschutzes ein. Am 4. März 1933 traten alle drei Nationalratspräsidenten während einer Abstimmung zu anhaltenden Eisenbahnstreiks zurück. Dadurch wurde der Nationalrat handlungsunfähig gemacht. Dies sah der damalige Bundeskanzler und CSP-Politiker Engelbert Dollfuß als Chance. Er errichtete einen austrofaschistischen und katholischen Ständestaat. Die Christlich-Soziale Partei wurde aufgelöst und ging in der Vaterländischen Front, der neuen Einheitsbewegung, auf. Diese regierte bis zum Anschluss Österreichs an Deutschland autokratisch. Die Demokratie war bis 1945 ausgesetzt. Am 17. April 1945 wurde die ÖVP gegründet. Sie besteht aus 6 Teilorganisationen. Der jungen ÖVP, dem österreichischen Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbund, dem österreichischen Bauernbund, der österreichische Seniorenbund, der österreichische Wirtschaftsbund und die ÖVP-Frauen. Daraus ergeben sich unterschiedliche Interessensgruppen mit teils unterschiedlichen Ansprüchen an die Partei. Die meisten Mitglieder der Partei ÖVP sind nur Mitglieder einer oder mehrerer Teilorganisationen. Nur wenige sind in der richtigen Partei. Gegründet wurde die Partei von Leopold Kunschak, Hans Perntner, Lois Weinberger, Leopold Fiegel, Julius Raab und Felix Hurdes. Die ÖVP versteht sich als breite bürgerliche Volkspartei, die katholische Soziallehre, Konservatismus und Liberalismus in sich vereint. Mit SPÖ und KPÖ war die ÖVP mit 9 von 26 Mandaten Teil der ersten Regierung Österreichs. Bei den ersten Nationalratswahlen errang die ÖVP mit 49,8% und 85 Mandaten die absolute Mehrheit. Trotzdem gingen sie in eine Konzentrationsregierung mit allen anderen Parteien. Bei den Nationalratswahlen 1949 wurde die ÖVP erneut stärkste Kraft. Sie ging mit der SPÖ erneut eine Koalition ein. Bis 25. Oktober 1965 regierte die Volkspartei in Österreich mit der SPÖ als zweite Partei. Sie stellte in dieser Zeitspanne immer den Bundeskanzler. Von 19. April 1966 bis 3. März 1970 regierte die ÖVP allein. Danach gelang es der SPÖ, das Blatt zu wenden. Für die ÖVP bedeutete das 17 Jahre Opposition. Ab 17. Jänner 1987 bis 5. Oktober 1999 schloss die ÖVP wieder eine Koalition mit der SPÖ. Jetzt allerdings als zweiter Regierungspartner. Die SPÖ stellte jedes Mal den Bundeskanzler. Ab 28. November 2002 ging die ÖVP eine Koalition mit der FPÖ ein. Das führte zu viel Kritik und Parteiaustritten von prominenten Mitgliedern. Bei den Wahlen danach konnte die ÖVP der FPÖ viele Stimmen stehlen. Sie wurde stärkste Kraft. Das führte dazu, dass sie erneut mit der FPÖ in eine Regierung ging, die allerdings daran zerbrach. Das von der FPÖ abgespaltene BZÖ führte die Regierung mit der ÖVP fort. Danach gab es wieder 4 große Koalitionen mit der SPÖ, in denen die SPÖ den Bundeskanzler stellte.
Unter Parteiobmann Kurz änderte die ÖVP ihre Farbe auf Bundesebene zu Türkis. Bei den Nationalratswahlen am 15. Oktober 2017 wurde die ÖVP erstmals seit 2002 stimmenstärkste Partei. Sie ging in eine Regierung mit der FPÖ, die sie später aufkündigte. Der Versuch, danach alleine in einer Minderheitsregierung zu regieren, gelang Kurz nicht. Er wurde nach einem Misstrauensvotum durch Experten ersetzt.